Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen CAB Webseminar. Dieses Mal werden wir uns die SQLite-Funktion in der CAPLabel S3 Pro zusammen ansehen. Das heißt, wir werden ein Etikett mit dazugehöriger Datenbank erstellen und diese beiden Dateien dann zusammen auf den Drucker runterladen, sodass wir dann mit dem Etikett und dazugehöriger Datenbank arbeiten können. Mein Name ist Heike Thoma und ich freue mich, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Bevor wir das aber überhaupt mal erstellen, dieses Etikett, müssen wir mal gucken, ob wir auch alle Voraussetzungen dafür erfüllen. Das Erste, was Sie dafür benötigen, ist eine CAPLabel S3 Pro Version mit Minimum 1.4.0.0. Kann natürlich auch neuer sein. Falls Sie das nicht haben, sondern noch eine ältere Pro Version haben, dann können Sie gerne auf unsere Internetseite gehen. Im Bereich Support finden Sie immer die neueste Version. Holen Sie sich die runter und tun Sie die einfach über Ihre alte Pro-Version drüber installieren. Das Zweite, was Sie natürlich brauchen, wäre ein Drucker mit einem X4-Board. Das heißt, es wäre zum Beispiel ein EOS 2 oder EOS 5-Drucker, ein Mach 4S. Oder ein Drucker der Reihe Squix, Hermes Q oder PXQ. Wichtig dabei auch ist, dass hier die Firmware Minimum 5.31 vorhanden ist. Auch da, falls Sie eine ältere Firmware haben, kein Thema, gehen Sie in unseren Supportbereich rein. Auch dort können Sie immer unter Ihrem Druckerbereich, also zum Beispiel unter Squix, finden Sie dann unter Software und Treiber die neueste Firmware. Nehmen Sie die und überspielen Sie die auf Ihren Drucker. Wie wir gesagt haben, wir werden heute ein Etikett erstellen mit einer Datenbank und es kann eigentlich so ziemlich jede beliebige Datenbank sein, die Sie hier in Ihr Etikett mit einbinden. In unserem Beispiel, das wir jetzt heute machen werden, wird es auch keine Datenbank sein, sondern eine Tabelle aus einer Excel-Datei. Sie können aber auch Access nehmen oder jede Datenbank, die Sie eben hier über OLE oder PC mit Ihrem Etikett verbinden können. Also wir erstellen dann das Etikett und das Tolle an der Sache ist, während die CAP-Label dieses Etikett runterlädt auf den Drucker und umwandelt in JavaScript, also in die Druckersprache, konvertiert sie auch ihre Datenbank in eine sogenannte SQLite-Datei und speichert diese dann im MISC-Ordner auf ihrem Drucker oder ihren Speichermedien wie USB-Stick oder SD-Karte ab. Das Tolle bei der Sache ist, dass die CAP-Label dabei aber nicht die komplette Datenbank runterladen wird und speichern wird, sondern nur die Komponenten, die auch wirklich in dem Etikett benötigt werden. Das heißt, wenn Sie eine Datenbank haben mit mehreren Tabellen, dann wird eben nur die Tabelle oder die Tabellen, die in dem Etikett zum Tragen kommen, mit auf dem Drucker gespeichert. Ist eine ganz gute Sache, finde ich, weil das spart Ihnen natürlich extrem viel Speicherplatz. So, dann schauen wir uns mal die Excel-Datei an, die wir hier heute einfach mit unserem Etikett verbinden möchten. Sie sehen, die Datei heißt jetzt Kunden und besteht hier aus drei verschiedenen Tabellen. Einmal die Kundenadresse, die Kundenart, da ist eben sowas drin wie neuer Kunde, Platin-Kunde. Ich habe hier noch eine Tabelle für Kundenumsatz, wo einfach Zahlen drin sind, was der Kunde in den letzten Jahren gekauft hat. Uns interessiert heute aber eigentlich nur diese Kundenadresse, das heißt, wir werden ein Versandetikett erstellen. Wir haben hier eine ID-Nummer, wo einfach hochzählt die Kundennummer, Name des Kunden, Straße, Platz, Ort und Bundesland, wo eben der Kunde wohnhaft ist. So, dann beenden wir das Excel mal und gehen dann mal in unsere CAP-Label-Software rein. Das wäre jetzt das Etikett, das wir erstellen möchten. Ich habe jetzt einfach nur mal so ein kleines Formblatt schon mal erstellt. Das heißt, da steht einfach nur Versandetikett und eben Logo und unsere eigene Adresse. Wir werden jetzt eben dieses Etikett mit unserer Datenbank verbinden. Das heißt, wir gehen oben als erstes mal auf DB-Verbindung.
Und Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite all die Möglichkeiten von Datenbanken, die Sie reinholen können. Eben auf der einen Seite eine Access-Datenquelle, Excel oder eben hier über OLEDB eine Verbindung. Wir nehmen Excel, gehen dann auf Verbindung zu einer Excel-Datei hinzufügen und gehen dann oben bei Excel-Datei auf diesen Folder-Button. Da wird es dann geöffnet und wählen unsere Excel-Datei aus. Öffnen und gut. Das nächste, was wir machen, wir gehen jetzt hier auf Neuer Datensatz, Datenquelle und Sie sehen jetzt hier seitlich verfügbare Tabellen. Die Tabelle, die wir ja gesagt haben, mit der wir die Verbindung machen möchten, wäre die Kundenadresse. Einfach Doppelklick drauf machen, dann sehen Sie hier schon all die Datensätze angezeigt. Ich kann jetzt entweder auf der einen Seite die Datensätze einzeln anwählen, die ich haben möchte. Also ich möchte jetzt zum Beispiel Bundesland nicht auf dem Etikett haben, dann würde ich das draußen lassen. Oder ich mache einfach, sage egal, ich markiere jetzt trotzdem einfach alles. Dann stehen jetzt all diese Datensätze uns im Etikett zur Verfügung. Sagen wir okay. Okay. Und jetzt sehen Sie auch schon da oben, ich habe jetzt 10 Datensätze eben in die mir hier zur Verfügung stehen. Jetzt gehen wir auf Text, holen uns die einzeln mal rein, gehen jetzt auf Datenquelle, holen uns auf der einen Seite den Namen. Wir machen die Textzeile vielleicht Größe 7, gehen auch jetzt hier auf das nächste, gehen auf die Straße, holen uns die kurz rein. Auch da machen wir wieder Schriftgröße 7. Dritte wäre jetzt die Postleitzahl. Na, da haben wir sie. Die machen wir ein bisschen größer und vielleicht auch noch fett. So, genau. Und das letzte wäre jetzt einfach den Ort, den ich jetzt noch haben möchte. Das wäre Ort. Auch da nehmen wir die Schriftgröße 7. Das wäre jetzt unsere Etikette, das ich erstellen möchte. Und Sie sehen jetzt auch da, wenn ich könnte jetzt hier durch die ganze Datenbank durchzappe, alle 10 Datensätze kann ich jetzt auswählen. So. Natürlich möchten wir jetzt, wenn wir das Etikett auf die Speicherkarte runterladen, auch gerne oder möchten wir ja auch unseren Datensatz die Möglichkeit haben, den auszuwählen. Das heißt, das machen wir in diesem Beispiel einfach über unsere Kundennummer, die wir haben. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir machen uns jetzt ein Eingabefeld und die Eingabe soll ja am Drucker-Display direkt erfolgen. Das heißt, wir brauchen hier Standalone-Formular. Wissen Sie, wer immer hier am PC direkt eine Eingabe, die dann in der Eingabeliste erscheinen würde. Aber wie gesagt, ist ja ein Standalone-Etikett, also brauchen wir Standalone. Das nächste, was wir sagen würden, wäre Kundennummer, sodass man auch weiß, was man hier eingeben soll. Und wir geben hier jetzt einfach schon mal einen Wert vor, 1, 2, 3, 4, damit der Worker weiß, wie das auszusehen hat. Sagen okay, setzen es oben hin. Wir machen es jetzt vielleicht einfach noch unsichtbar, weil wir brauchen auf der einen Seite die Kundennummer, möchten die aber auf unserem Etikett nicht mit ausdrucken. So, das nächste, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist, wir brauchen jetzt von diesem Prompt, von diesem Eingabefeld natürlich eine Verbindung zu unserer Datenbank. Das heißt, wir gehen nochmal zu unserer Datenbankverbindung hin, gehen nochmal auf die drei Punkte und da sehen Sie ja unsere Kundennummer. Wir gehen jetzt so unten rein auf Wo und sagen, hey, lade mir die Kundennummer, wo der gleiche oder den Datensatz, wo bei Kundennummer der gleichen Satz Wert drin steht wie in unserem Promptfeld. Ja? Sagen okay, okay. Und jetzt sehen Sie, dass ich plötzlich nur noch einen einzigen Datenwert habe, weil es gibt nur eben dieser Datensatz Maria Great, die eben die Kundennummer 1, 2, 3, 4 hat. So, damit ist unser Etikett eigentlich schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist Folgendes. Wir haben jetzt gesagt, jetzt haben wir plötzlich nur noch einen Datensatz. Das heißt, wenn wir jetzt dieses rüberladen würde, würde auch nur ein einziger Datensatz quasi geladen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier hin, machen nochmal rechte Maustaste drücken, nochmal eine Datenquelle hinzufügen.
Und die nennen wir jetzt einfach ein bisschen um. Die nennen wir alle Daten. Dann wissen wir, was es ist. Und auch hier dann wählen wir unsere Kundenadresse aus. Machen hier auch wieder alles markieren. Nehmen aber diesmal dann quasi alles. Und dadurch, über diesen Wert hier, wird jetzt nachher die komplette Datenbank auf unsere Speicherkarte gespeichert. So, das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier oben auf Allgemein, gehen jetzt eben auf das Speichermedium, um unser Etikett umzuwandeln in JavaScript und unsere Datenbank in eine SQLite-Datenbank umzuwandeln und eben auf unserem Drucker zu speichern. Das Erste, was wir ja machen müssen, wie immer, ist unseren Druckertyp auswählen. Sie wissen, ansonsten wird hier gar nichts gemacht. Die CAP-Label benötigt einfach den Treiber, um überhaupt zu wissen, wo es hingeladen werden soll und auch mit welchen Einstellungen. Das heißt, es werden hier die Einstellungen Ihres Druckertreibers mit in dem Etikett hinterlegt. Das heißt, Sie könnten auch hier nochmal die Druckgeschwindigkeit, Etikettensensor oder solche Sachen ändern. Das Zweite ist einfach, dass wir sagen, wo ist unser Ziel, wo soll es hingespeichert werden. Ich sage jetzt, dass es eben direkt auf dem Drucker gespeichert werden soll und zwar auf dem Drucker als Standardspeicherplatz ausgewählten Speicher, also das wäre Default. Ich sage dann, dass eben dieses Etikett Kundenadr zum Beispiel jetzt heißt, Kundenadr, so, bla. Na, oh, mit dem Tippen haben wir es immer nicht so. Kundenadr, so heißt unser Etikett. Wir sagen, dass wir dann ein Etikett drucken möchten. Wir gehen jetzt hier noch auf die Datenbank. Ganz wichtig, Sie müssen hier den Haken setzen, sodass dann auch wirklich die komplette Datenbank auf dem Drucker hinterlegt wird. Wir sagen dann okay. So. Und damit wurde dieses Etikett auf dem Drucker gespeichert. Wir gucken uns das jetzt mal an. Sie wissen, wenn Sie Ihren Drucker über Ethernet verbunden haben oder WLAN, können Sie jederzeit hier über die Druckerwarteschlange Doppelklick auf den Drucker direkt zugreifen. Das heißt, Sie sehen hier immer, welcher Firmwarestand ist drauf. Ich sehe auch hier meinen Speicher zum Beispiel, ja, und sehe Aufträge oder eben die Anzeige. Das heißt, wir gehen hier in die Anzeige mal rein, gehen runter auf Einstellungen, wir gehen auf Speicher und gehen jetzt auf Etikett Laden. So, gehen jetzt auf Etikett Laden. Sie sehen, wir haben hier eben diese Kundenadresse. Das ist das Etikett, das wir gerade abgespeichert haben. Wählen das eben aus. Und hier kommt eben jetzt die Kundennummer, die ich eingeben kann. Sobald ich jetzt die, könnt jetzt die ändern. Wir sagen jetzt einfach mal ganz kurz okay. Und Sie hören schon, dieses Etikett wurde soeben gedruckt. Ich zeige Ihnen das auch mal ganz kurz visuell. Ich weiß nicht, ob Sie den Trick schon kennen. Sie haben die Möglichkeit, sich auch bei diesen Druckern immer das zuletzt gedruckte Etikett anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Internet Explorer die IP-Adresse Ihres Druckers eingeben, /cge-bin/bitmap, dann wird Ihnen das zuletzt gedruckte Etikett angezeigt. Also das war jetzt dieses Maria Great, eben das wir gerade gedruckt haben. Übrigens sehr praktisch, wenn Sie zum Beispiel, das können Sie auch nutzen, um zum Beispiel Ihre, das Etikett können Sie jetzt quasi auch speichern als PNG und können damit das in Ihre Dokumentation mit einfügen. Wir probieren es jetzt einfach gerade nochmal aus. Ich lade jetzt ein anderes Etikett auf dem Drucker. Wir gehen jetzt nochmal auf Speicher, gehen nochmal auf Etikett laden. Na? Etikett laden. So, gehen jetzt nochmal auf die Kundenadresse und sagen nochmal okay. So, jetzt kommt wieder die Abfrage und da geben wir jetzt einfach einen anderen Wert ein, nämlich wir haben auch eine Kundenadresse mit 5, 6, 7, 8, glaube ich. Sagen dann einfach mit Return, wir bestätigen es. So, wird gedruckt. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz in unseren Explorer reingehen, den jetzt einfach noch mal aktualisieren, dann sehen Sie, haben wir hier einfach ein anderes Etikett gedruckt.
Sie sehen relativ einfach hier das Etikett mit einer Datenbank auf dem Drucker zu speichern. Hilft Ihnen bei vielen Sachen sehr viel weiter. Macht natürlich nur Sinn, wenn Sie eine Datenbank haben, die sich nicht jeden Tag oder ändert. Ansonsten macht es natürlich Sinn, hier direkt über die Software zu drucken. So, das wäre es dann auch von meiner Seite aus eigentlich schon wieder gewesen. Sie können all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch gerne nochmal in unserem CAP-Label S3-Blog nachlesen. Wir haben dazu Inhalte einer Datenbank im Standalone-Betrieb hochladen, nochmal eine kleine Doku dazu und einfach noch ein kleines Beispiel und Information. Ansonsten, falls Sie auch hier nochmal Fragen haben oder Anregungen zu unseren Webinaren. Sie können uns gerne jederzeit kontaktieren über die E-Mail-Adresse support.de@cab.de. Danke, dass Sie auch diesmal wieder alle mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Wiedersehen.